Das, was Sie ganz klein hinter mir sehen, das erzeugt hier das größte Interesse in Warnbrunn. Das ist nämlich der neue Großmähdrescher Fendt Ideal. Und was der so kann und warum der sich auf der Fendt Ideal Rotour dieses Jahr so bewährt hat, das erfahren Sie jetzt. Also wir sind mit der Ideal Rotour angefangen Ende Juni in Italien und sind letzte Woche dann aufgehalten in Schweden. Und die Resonanz war durchaus positiv. Also wir haben sehr viel Interesse geweckt mit dieser Maschine und Kunden sind durchaus interessiert und waren auch teilweise sehr begeistert von der Strohqualität dieser Maschine. Drei Punkte, natürlich das Herz des Mähdreschers, was dann auch die Leistung bringt, das ist der Helix-Prozessor. Dann natürlich die ganze Fahrerumgebung, wie ich da sitze, der Komfort, wie leise die ganze Maschine und natürlich auch die Kabine ist. Und natürlich die Effizienz, mit der die Maschine dann auch gestaltet ist. Also wir haben es immer effizient gestaltet, wenig Kraftaufwand, möglichst einfach für den Fahrer halten. Das ist schon eine beeindruckende Maschine, einmal die Größe, das Design, jetzt auch zum ersten Mal die Klappen geöffnet und jetzt wollen wir halt einfach mal schauen, wie die Maschine so verbaut ist, aber macht wirklich einen guten Eindruck. Ja, also die schiere Leistung von der Maschine beeindruckt natürlich. Diese zwei Helix-Doppelrotoren, das ist halt ein neues Konzept, was die anderen Hersteller noch nicht so umgesetzt haben. Das Schneidwerk, das ist ja gigantisch. Das ist ein riesen Abtankrohr und die Geschwindigkeit ist eigentlich alles Wahnsinn. Das ist brutal. Macht uns schon stolz, so einen Mähdrescher zu präsentieren.